Hoch oben über den Dächern von Mannheim ist heute viel gesprochen worden über den zurückliegenden Verkehrsversuch. Manfred Schnabel, IHK-Präsident Rhein-Neckar, ist jetzt bei mir. Herr Schnabel, die Ergebnisse aus den Umfragen, wie sind die zu bewerten? Ja, wir haben ja unsere Mitgliedsunternehmen befragt in der Innenstadt, IHK, Werbegemeinschaften, Handelsverband, haben relativ eine hohe Rücklaufquote bekommen und das Ergebnis war, dass die Unternehmen den Verkehrsversuch in Bezug auf ihre wirtschaftliche Auswirkungen überwiegend als negativ beurteilen und keine Verstetigung wünschen. Und inwieweit können Sie den Umsatzrückgang, den es ja auch gegeben hat, beziffern? Ja, wir haben ja eine IHK-Kaufkraftanalyse und da war eben sehr deutlich, dass Mannheim die Postleitzahl 68161 sehr überdurchschnittlich an Kaufkraftbindung verloren hat und das versuchen wir jetzt eben zurückzuholen. Durchgangsverkehr ist ja auch ein großes Stichwort gewesen dieses Verkehrsversuchs. Die IHK möchte den ja auch aus der Stadt Mannheim raushalten. Wie ist denn da das Konzept? Ja, wir sind der Meinung, dass der hauptsächlich darum gehen muss, den Durchgangsverkehr weiträumig um die Stadt herumzuleiten und nicht zu versuchen, hauptsächlich mit einzelnen Straßensperrungen sozusagen dem Durchgangsverkehr ungemütlich zu machen. Deswegen, wir sind dafür, dass man Dinge ausprobiert. Wir haben aber wenig Zutrauen, dass ein Konzept in der Stadt funktionieren kann, sondern wir setzen vielmehr darauf, dass sozusagen diese weiträumige Umfahrung in der Region funktionieren kann. Noch im Mai möchte der Gemeinderat ja auch über die Verkehrssituation debattieren. Wie ist denn da der Austausch zwischen Ihnen gerade? Ja, wir haben die ganze Zeit einen engen Austausch. Wir haben nicht immer eine Meinung, aber wir haben einen engen Austausch. Es gibt bestimmte politische Kräfte, die jetzt sozusagen die Verstetigung des Verkehrsversuchs jetzt im Mai einleiten wollen. Wir sind der Meinung, dass wir mit Blick auf den OB-Wahlkampf jetzt eben keine Vorentscheidungen treffen sollten, sondern warten sollten, wer die neue Stadtspitze wird, sodass wir eine Verlässlichkeit in den Prozess hineinbekommen. Und würden Sie den Verkehrsversuch jetzt schlussendlich als gescheitert ansehen? Ja, unsere Unternehmen jedenfalls haben sich klar geäußert, denn die wollen keine Fortführung des Verkehrsversuchs. Uns ist jetzt daran gelegen, das Vertrauen zurückzubringen, sodass die Unternehmen investieren und weiter in die Zukunft der Innenstadt glauben. Herr Schnabel, vielen Dank. Gerne.